Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. So, gestern hat man gegelt mehr. Oder vorgestern? Jetzt haben wir immer noch gegelt. Doch. Wir sind ja gerade dabei, diese Strecke zweigleisig auszubauen. Denn hier soll zukünftig eine neue S-Bahn-Strecke fahren. So. Dann nochmal so. Das liegt gerade nur daran, weil die eine Strecke halt ein bisschen stillgelegt ist hier. Und die ich erstmal wieder einfahren muss. Ne, wie viel Verlust haben wir hier? Ach, guck mal, die neuen Züge sind da. Gucken wir doch gleich mal zu. Wie viele Leute können jetzt hier drin ein mit von 132 und im alten Zug? Gut, also 32 Leute mehr. Die Frage ist, wenn alle ersetzt sind, brauchen wir überhaupt zu viel neue? Oder reicht das dann, wenn wir einen Zug wieder runternehmen? Ach guck, wir haben schon mal 4 Millionen. Können wir weiterbauen. Na gut, gehen wir halt hier rein. Meine Signale. So, schnell im laufenden Betrieb eingreifen. Halt. Du wendest wieder. Die hat sich eh nichts verändert. Außer dass ich euch theoretisch jetzt beide langsam reinholen müsste. So, und theoretisch müsste ich jetzt auf die zwei Gleise kommen. Wie machen wir das? Wir machen das. Machen wir ganz einfach. Wir machen jetzt hier erstmal so eine Kreuzungsweiche rein. So. Haben wir ja so wenig. So, dann reißen wir das kleine Stück immer gut vor. Etwas mehr als kleines Stück. Kleines Stück ab. Dann ist hier ein Gleis. Und hier ein Gleis. Und hier ein Abzweig hier ran. So, dann begleiten wir dich jetzt mal und schicken dich dann ins Depot. Die müssen jetzt weg von der Strecke. Wird man in Ruhe umbauen können und dann die neuen Fahrzeuge draufsetzen. Letzte Fahrt. Weg von Gut und Böse. Ich weiß, auf Linie 18 stehen zwar viele Leute, aber das ist egal. Sobald er sein Geld verdient hat, wird er ins Depot fahren. Direkt. Katsching und weg.
1,2 Millionen sind gar nicht mehr so schlecht. So, das machen wir jetzt mit dem anderen Kleid nochmal. Fährt auch nochmal mit. Ich habe das Gefühl, der fährt immer sehr, sehr langsam. Geld hat es überhaupt nichts gebracht, die 1,5 Millionen gerade. So, nehmen nochmal alles mit, was geht. Danach ist nämlich Schluss. Das war alles, was geht. Enttäuschend. Absolut enttäuschend. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich mir diese neuen Lokomotiv oder neuen Fahrzeuge noch leisten soll. Muss bestimmt noch ein bisschen Bestand verkauft werden. Und diese rote Welle, die da durchgeht. Schlimm sowas. Ja, Autofahrer, guckt euch den Zug nochmal an. Der ist jetzt demnächst weg. Ist eigentlich jetzt sofort. Das sind immer 3 Millionen, die abgezogen werden. Die wundern sich jetzt bestimmt hier, was, Zug kommt, aber Zug fährt wieder weg. Kann ja gar nicht sein. Doch, so ist es halt. Und auf Wiedersehen. Na gut, das hat nochmal 58.000 gebraucht, das ist ohne so schlecht. Wir freuen uns aber jeden Cent. So. Jetzt geht der daran. Und der geht hier ran. Dann setzen wir zwischendrin eine Donnermann-Signal mit. Aber mehr brauchen wir da wahrscheinlich nicht. So, eigentlich soll es jetzt gehen. Gucken wir mal, ob wir, ob wir die Gera-Strecke verlängern können. Nach der 4 eine hinzufügen. Und zwar halten wir nicht hier. Aber hier. Hier. Und hier halt mal mit. Sieht so aus, als würde es funktionieren. So, jetzt kaufen wir uns bloß noch schnell solche Züge. Wo waren sie denn? Da. Habe ich eigentlich irgendein Darlehen noch? Nee, gut. Einen habe ich gekauft, einen habe ich gekauft. Aber wir brauchen noch einen. Hauptsache schon mal zuweisen. Einer muss auf jeden Fall noch drauf, weil 7 Minuten Takt geht gar nicht. Geht gar nicht.
Oh Mann. Ja, vielleicht werden wir doch den Spaß hier verkaufen. Jetzt hat man gerade zu viel Geld, ne? Da haben wir bestimmt gleich nochmal. Komm. Ja. Du bist ein Schatz. Ja, lass mal erst so einen 5-Minuten-Takt fahren. Wollen wir noch mal zugucken, wie das so aussieht? Jetzt auf so einer neuen Strecke. Eigentlich wollen wir mal zugucken, wie viele Leute damit fahren. Guck mal, plötzlich ist die Linie. Ne, Linie. Wo ist das denn? Linie 18? Gibt's gar nicht. Weg mit euch. Linie 18 gibt es leider nicht mehr. Denn wir haben jetzt die Gera. Linie Gera. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, wo die immer hinfahren. Also, ja gut, wo die Züge hinfahren, weiß ich schon, aber wo viele Leute mitfahren, in welche Richtung. Eigentlich vermute ich auch, dass wir wahrscheinlich noch einen sechsten, noch einen Zug auf jeden Fall brauchen. Wir haben jetzt eine riesenlange Strecke mit dazu genommen und haben doppelt so viel Waren als vorher. Ich weiß nicht so richtig, ob das passt. Aber da so schnell wird aus unserem Kopfbahnhof ein Endbahnhof. Moment. Moment. Da ist was falsch gelaufen. Hier müssen wir nochmal mit anhalten. Ist vielleicht besser. Wie gesagt, wir kaufen uns doch mal noch einen dazu. Wenn wir so viel Geld wie möglich haben, werden wir kurz mal anhalten und werden uns ein bisschen Darlehen holen. Oder machen das in der nächsten Folge. Das machen wir aber nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.